Willkommen bei Orga TV. Marhaba! Wie ihr hört, haben wir diese Woche ein bisschen Arabisch-Einfluss in unserer Sendung. Wir hatten eine sehr spannende Drehwoche und was dabei herausgekommen ist, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Zum einen gibt es einen Beitrag über Uni-Stereotype. Was das genau ist, zeigt euch dann das Video. Wir haben Arabisch Basics mit Zakaria aufgenommen und ihr dürft ein bisschen hinter die Kulissen von Orga TV gucken. Mit dem ersten Beitrag, nein, jetzt noch nicht, Sondrine erzählt euch noch was dazu. Genau, wir fangen heute mit den Uni-Stereotypen an. Und zwar haben wir euch vier typische Studententypen versucht nachzuspielen, hoffen natürlich auch, dass ihr die direkt erraten würdet. Wir haben am Anfang so einen typischen Satz oder eine typische Szene, was so ein Student halt macht, den ihr eigentlich direkt erkennen müsstet, oder? Ja. Wir haben uns also auf jeden Fall viel Mühe gegeben und hatten auch viel Spaß dabei. Und ja, also auf 10 Meter Entfernung erkennt man die Typen eigentlich. Die laufen auch immer hier am Campus rum. Und ja, also wie gesagt, ihr seht so einen typischen Satz oder eine typische Szene von diesen Studenten. Und danach kommt natürlich auch noch die Auflösung. Hoffen natürlich, dass ihr es auch vorher noch erraten werdet, welche Typen wir versucht haben nachzustellen. Und mehr will ich euch auch gar nicht vorwegnehmen. Wir hatten viel Spaß bei dem Dreh. Wir haben richtig viel gelacht. Und das Video seht ihr jetzt. Die Vorlesung richtig unnötig. Wofür brauchst du eigentlich Mathe? Check ich eh nicht. Die Tussi, sie weiß eigentlich gar nicht, warum sie in die Vorlesung gehen soll. Viel lieber würde sie Bloggerin oder so werden. Hauptsache irgendwas mit Beauty. Das Fach Schminken konnte sie leider an der Uni bisher noch nicht finden. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Solarium oder macht Party mit Freundinnen. In der Uni sieht man sie dafür nur höchstens 1 bis 2 Semester. Fuck, Scheißding nimmt nicht mehr Visa. Wir bezahlen heute noch mit Münzen. Der Justus. Er hat in seinem Leben noch nichts geleistet, trägt aber immer die teuersten Markenklamotten. Die Vorlesung interessiert ihn recht wenig. Er kommt lediglich nach dem Motto Sehen und gesehen werden und packt vor jeder Vorlesung erstmal demonstrativ sein MacBook aus. Zum Mittagessen sieht man ihn nie in der Mensa, denn er geht lieber zum edlen Italiener um die Ecke. Ist hier noch zu. Es ist 7:45. In einer Dreiviertelstunde geht's schon los. Die Ersti. Sie ist in der Regel die Erste an der Uni und die Letzte, die geht. Trotz wochenlanger Vorbereitung und unermesslicher Motivation sitzt noch nicht alles auf Anhieb. So sieht man sie häufig absolut verstört und orientierungslos über den Campus irren, auf der Suche nach dem nächsten Seminar. Dass sie nach der ersten Woche noch keinen vollständigen Stundenplan für die nächsten 6 Semester in der Tasche hat, bringt sie um den Schlaf. Planung ist alles. Mein Gott, sind die Studenten hier wirklich zu blöd, Plastik und Papiermüll zu trennen. Plastik macht unsere ganze Natur kaputt. Peace.
der Weltverbesserer. Er kämpft gegen Plastikmüll, Massentierhaltung und die Erderwärmung. Um möglichst viele Menschen von seinen Idealen zu überzeugen, organisiert er faire Wochen in der Mensa und verteilt Flyer von Greenpeace. Zur Uni kommt er entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Dabei trägt er zumeist weder Schuhe noch Socken. Naja, was soll's. Outfits. Die Rolle ist so gut. Ja. Warum? So willst du jetzt ahnen. Ich kann nicht mehr. Ja, willkommen zurück. Ich habe euch gerade mit Marhaba begrüßt und ob das überhaupt richtig ausgesprochen war und was das bedeutet, das erzählt euch gleich der Zakaria, denn der spricht natürlich Arabisch fließend und zudem seht ihr noch einen kleinen Interviewbeitrag mit ihm. Der Chris und die Lisa haben den interviewt, ein bisschen nochmal zu seinem Leben hier, beziehungsweise dem Ankommen aus Syrien. Und ja, wir wünschen euch einfach viel Spaß dabei. Schaut mal rein und lernt ein paar Arabisch Basics jetzt. Hallo zusammen. Heute ist der Zakaria bei uns im Studio, den kennt ihr ja schon aus unseren anderen Beiträgen. Und er erzählt uns heute ein bisschen was über Land und Kultur, von sich daheim, was ihm hier so in Deutschland aufgefallen ist. Und er wird uns dann später noch ein paar Sachen auf Arabisch bringen. Hallo, wie schön, dass du da bist. Hallo. Ja, dann erzähl doch mal, wieso bist du nach Deutschland gekommen, beziehungsweise klar, wir wissen, warum du gekommen bist. Aber was hast du denn über Deutschland gewusst, bevor du hergekommen bist? Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ja, jeder weiß, in unserer Welt Deutschland ist ein toller Land mit der Industrie und viele Sachen auch. Und zum Beispiel der Ergebnis, oder niemand hat ein Ergebnis von Deutschland. Er kann bestimmt ganz schnell Arbeit finden und so weiter. Und was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede, wenn du jetzt mal vergleichen müsstest, so jetzt Deutschland und Syrien, jetzt in der Kultur zum Beispiel? Unser Kontakt ist ein bisschen lockerer als hier. Zum Beispiel, wenn ich vorne ein Gebäude, dann kenne ich den ganzen Nachbarn und wir haben immer Kontakt zusammen, manchmal wir sitzen zusammen. Ja. Aber hier, man, das fehlt manchmal. Zum Beispiel in unserer Wohnung jetzt, wir haben 3 Etagen, ich kenne niemanden mehr. Was würdest du sagen, findest du am meisten jetzt, wenn du zurückdenkst an die Heimat, jetzt vielleicht auch außer Familie, ist es vielleicht das Wetter, ist es das Essen oder ist es keine Ahnung? Ja, bestimmt, aber erste Stelle, ja, die Familie. Klar. Ja, und danach das Essen. Ja. Ja. Ja, findest du das Essen schlecht hier? Nein, nicht schlecht, aber das ist nicht unser Essen. Ja. Ja, wir essen viel was anderes. Zum Beispiel hier, die meisten, sie essen jeden Tag Nudeln oder Kartoffeln. Ja. Bei uns gibt es viel verschiedene Sachen, deswegen man vermisst das Essen. So typisch arabisch immer mit Reis und Fleisch. Reis, Fleisch, Reis, Fleisch. Und was ist, keine Ahnung, der Lieblingssport bei euch? Ja, Fußball. Fußball. Wie hier? Ja, wir lieben Fußball. Aber ist nicht WM in Katar bald? Das freut mich, weil ja, manche Leute, sie können nicht zu viel über die arabische Länder. Sie sehen jetzt zum Beispiel Katar, Dubai. Und, oder wenn sie denken im Krieg, in Syrien, Irak und viele Länder, wenn sie denken, oh, sie sind schlechte Länder. Aber das stimmt nicht. Unser Land ist auch schön, gibt es viel Arbeit, gibt es viel Industrie auch. Wir machen jetzt hier die Arabisch Basics und wir haben schon mal angefangen.
Er hat uns nämlich gesagt, was Hallo auf Arabisch heißt. Und Hallo auf Arabisch heißt Merhaba. Und wir sagen in unserer Wende auch die arabischen Wende, wir benutzen immer auch Assalamu alaikum. Und dann fragt ihr wahrscheinlich, wie geht's euch, oder? Wir sagen Kifak. Ja, Kifak, das vor mir. Und Kifak. Das für Frauen oder weiblich. Und was antwortet man dann? Was sagt man im Syrisch dann? Weißt du? Niha. Ja. Und Niha. Aber das heißt nicht schlecht, das heißt gut. Ja. Aber schlecht. Schlecht heißt. Weil ich bin immer gut mit dir. Ich bin schlecht nicht da. Ja, den Arabern ist immer gut. Ja, sicher. Okay, und das heißt. Danke. Ja, danke auf Arabisch heißt Shukran. Afwan. Ja, also Hallo heißt Mahaba und wie geht's dir heißt Kipa und gut, nie und schlecht gibt's nicht. Danke heißt Shukran. Und bitte aufholen. Mahabat. Mhm. Assalamu alaikum. Kifak. Kifik. Ne. Mih. Ne. Nich. Und Shukra. Shukra. Das heißt Danke. Shukra. Und was heißt bitte? Afwan. Ja, sehr cool. Das war schon alles, oder? Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Tamam, Shukran, Zakaria. Das heißt, sehr gut, danke Zakaria. Und das meinen wir ernst. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für das Arabischlernen. Was ich vor allem mitgenommen habe, das war auch, weil ich durch unsere Flüchtlingsexpertin, die Lisa, das schon öfter gehört habe, war einmal Kifak für die Männer und Kifik für die Mädchen. Und das ist mir einfach von Anfang an irgendwie direkt im Kopf geblieben. Ich hoffe, ihr konntet auch irgendwas mitnehmen aus dem Video gerade und der Zakaria konnte euch auch was beibringen. Und somit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Das ist ein Beitrag zum Thema hinter den Kulissen und wie wir euch auch schon in der ersten Sendung gesagt haben, sind wir ja nicht alleine hier. Ihr seht zwar in den Sendungen meistens den Benni und mich vor allem hier stehen, außer in den Beiträgen seht ihr auch die anderen, aber wir haben natürlich noch vieles mehr, was wir machen müssen, die Beiträge schneiden, das Ganze erstmal filmen, dann während der Sendung muss natürlich auch der Ton und das Bild stimmen und ganz viele Sachen. Und damit ihr da auch mal einen Einblick drauf habt, haben wir euch ein Video gedreht, was wir alles so machen müssen für die Sendungen. Und ja, leider haben wir aber nicht immer die witzigsten Sachen auf Video, sondern oft ist dann die Kamera aus, wenn es gerade drauf ankommt. Aber trotzdem haben wir natürlich einige Sachen auch gefilmt, die bisher noch nicht in den Beiträgen waren, weil sie nie so ganz reingepasst haben. Aber in den Beitrag hat gerade alles reingepasst. Und was genau seht ihr jetzt? Jetzt dürft ihr mal hinter die Kulissen blicken und sehen, wie wir bei Orga TV so arbeiten. An Orga TV teilzunehmen bedeutet jede Menge Arbeit. Und deswegen arbeiten wir auch immer fleißig. Kannst du dich auch filtern nach Klassik oder Piano? Ja, kannst du. Genre.
Noch weiter links. Du kannst auch die Stimmung auswählen, ne? Yay! Wäre witzig, wenn es jetzt alles gekracht wäre. Eine Flasche Rotkäppchen, ey. Vielleicht gönnen wir uns auch mal Champagner. Salut. Unsere Diskussionen sind stets sinnvoll und zielführend. Aber Schwätzen ist ja so Dummschwätze halt. Ja, oh nein, also beim Daimler heißt es Schwätzen. Du Dummsch. Für unseren Text verwenden wir Moderationskärtchen. Oder wie bereits gezeigt in einer Sendung, die hintenstehende Tafel. Und hier bereiten wir die Show vor. Üblicherweise brauchen wir dazu drei Kameraperspektiven. Okay. Ja, also ich mache hier einmal die SD-Karte in die Kamera und stelle die Kamera richtig ein. Das ist hier die mittlere Kamera, auf der man immer den Benni und mich sieht in den Shows. Weil, falls der Stream mal hängt, brauchen wir natürlich auch unser Material. Dann sieht man das noch zusätzlich auf den Aufnahmen von der Kamera. Auch die Belichtung wird für jede Sendung passend auf die Moderatoren ausgerichtet. Ganz wichtig vor jeder Show: Lisa muss Fabis Wimpern checken, denn sonst funktioniert die Technik nicht. Den Ton der Beiträge regeln wir natürlich beim Videoschneiden. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Videoelemente, die im fertigen Beitrag verwendet werden, etwa die gleiche Lautstärke haben. Den Ton während der Live-Sendung regeln Lisa und Fabi über unser Schaltpult. Das ist nicht immer ganz einfach, denn obwohl wir die Mikrofone vor jeder Show kurz kalibrieren, ist meine Stimme oftmals sehr viel lauter als die von Sandrine. Es ist manchmal gar nicht so einfach, einen anderen Menschen dazu zu bewegen, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Zudem macht ein Interview, wie viele andere Beiträge auch, nicht nur zum Drehtermin selbst Arbeit, sondern benötigt auch viele Recherchen im Vorfeld. Alles will vorher ausgedacht sein. Von der Idee bis zu den fertigen Fragen, der Bildeinstellung und der Beleuchtung. Und bei allem hat man heftig Zeitdruck. Aber wir wollen ja schließlich gut sein. Und deshalb kommt jetzt das Wichtigste. Yes. Wow! Okay. Wir hoffen, euch hat der kurze, aber nicht ganz ernst gemeinte Einblick hinter die Kulissen gefallen. Schade war, dass man nicht gesehen hat, wie viel Spaß wir eigentlich hinter den Kulissen hatten. Weil die Kamera nicht immer an war, aber ab und zu lief die Kamera auch bei Spaß und das seht ihr jetzt. Gut. Fuck. Die ganze Zeit mein Arsch. Kann sein. Nee, jetzt nehme ich nicht mit Schokoladenpudding und Kakao auf. Das ist so easy. Das Geilste ist, dass da noch so eine schöne Vase mit Rosen davor steht. Ich krieg meine ganz warme Seite drüber. Sag mal noch dazu. Wir waren Handtaumeln an der Uni für euch. Erstmal so ein Abschluss. Ja, also in den Beiträgen habt ihr wirklich alles gesehen, was wir so an peinlichen oder auch weniger peinlichen Sachen hatten. Und wir haben euch gar nichts verheimlicht in diesem Video. Wie war?
Ja, also zum einen Thema, was so hinter den Kulissen geht, also was so zu machen ist vor jeder Show, und zum anderen natürlich auch, was so wie Outtakes nebenbei noch so läuft, was wir immer für die Beiträge rausgeschnitten haben. Genau. Ja. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat wie uns oder besser, dann haut doch mal ein paar Likes raus hier auf unserem YouTube-Channel und auf Facebook. Einfach Daumen hoch und nächste Woche wieder einschalten. Genau. Bye, bye. Tschüss. Ja, dabei.